Hallöchen Leute, einmal nur ganz kurz. Ich habe jetzt hier die NES direkt am TV mit einem SCART-Kabel über Komposit. Das sieht so bescheiden schön aus. Ich habe es jetzt auf Pause. Ich mache jetzt nochmal den Videokonverter an für HDMI und dann zeige ich euch mal, was ich nochmal meine. Ach, und bevor ich es vergesse, das ist der Startbildschirm, das meine ich hier mit diesen Artefakten. Die sind jetzt zwar hier nicht ganz so doll, aber auf dem PC werden wir es gleich besser sehen. So, nun sind wir hier auf dem PC und jetzt sehen wir schon, wie das aussieht. Jetzt mache ich hier mal Play, einmal ganz schnell. Wir das noch einmal fast vergleichen können. Und das sieht schon ein Ticken besser aus, aber es ist immer noch nicht so wunderbar schön. Und das meine ich. Ich habe jetzt nochmal den anderen AV-Konverter benutzt. Das Bild sieht schon ein kleines bisschen besser aus, aber ist noch nicht so perfekt. Ich werde mal eine Sache noch mal aus dem Keller holen. Vielleicht ist das noch irgendwie machbar. Hallöchen, das sollte eigentlich ein Short werden, aber naja gut, jetzt wird es doch ein bisschen länger. Ich habe mal meinen alten Monitor rausgekramt. Und zwar den Commodore 184S. 1084S. Die Klappe fehlte schon von vornherein. Ich habe da irgendwo mal in den 90er mal irgendwie sowas daran geklebt. Ich habe ihn mal grob gereinigt. Also ich habe ihn jetzt aus dem Keller geholt. Hier sind noch ein bisschen was auf dem Monitor, auf dem Bildschirm, auf dem Glas. Aber es macht nichts. Der ist jetzt auch nicht besonders in gutem Zustand, hat schon Kratzer, hast du nicht gesehen, aber zuletzt lief er noch. Ich hatte ihn jetzt im Keller stehen. Auf der Seite ist jetzt auch nichts. Auf der Seite ist nur eine leicht vergrünte Kopfhörerbuchse. Ich drehe den jetzt mal um, dann können wir uns den nochmal von hinten angucken. So, das wäre die Bezeichnung. Februar 92. Der ist jetzt 32 Jahre alt. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist der 1084S-D2. Das Gehäuse ist auch wirklich schwarz und nicht nur schwarz lackiert, wie es bei manchen ist. Das ist ein richtig echter 84S-D2. Also 1084S. Und hat hier hinten einen RGB-Eingang. CVBS-L Audio. Hier ist Chroma. Das müsste Luma sein. Das ist nämlich S-Video. Chroma Luma. Oder Komposit. Audio links, Audio rechts. Kann ich hier noch umschalten. Oh, die Schalter sind aber auch schon. Oha. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich werde das nämlich gleich mal probieren. Ich stecke den an Strom und hoffe, das macht nicht Peng oder der ist schon kaputt oder sonst wie, weil viele von den Monitoren haben wohl schon sehr oft aufgegeben mit dem Zahlentrafo, mit dem Hochspannungstrafo. Und dann ist die Kiste wirklich im Großen und Ganzen hinüber, weil man kriegt keine Ersatzteile dafür. Was steht hier noch? Beschleunigung maximal 23 kV. Also 23.000 Volt sind da drin. Ortsdosierleistung in 0,1 mm Abstand weniger als 1 Mikrosievert die Stunde. Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Wie auch immer, 50 Hertz, 92, Serialnummer, made in Korea, von Commodore. Ob das jetzt direkt Commodore ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Ich werde ihn jetzt mal Strom geben und hoffen, dass der mir nicht um die Ohren fliegt. Das wäre schade drum. Ansonsten muss ich nochmal auf den Dachboden gehen. Da habe ich noch einen TV, der ist genauso groß oder klein, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, was das für eine Dings ist. Ich glaube 13 Zoll oder was das Ding hat.
So, also ich bin, melde mich gleich wieder, wenn ich den soweit an Strom habe. So, nun habe ich ihn angesteckt, jetzt schalte ich ihn ein. Grüne LED geht. Aber mehr sehe ich jetzt auch nicht. Color, Kontrast. Ich meine, da ist was drauf. Brightness, ne. Half-Face, keine Ahnung. Ich schließe mal die NES an und guck mal, ob ich da ein Bild rauskriege. Ich melde mich gleich. So, dann bin ich wieder da. Ihr seht das jetzt flimmern. Ich sehe es auch flimmern. Er funktioniert. Also, Helligkeit habe ich auf Mitte. Das ist sehr hell. Das ist Kontrast. Den kann ich sogar noch runterdrehen. Das ist auch auf Mitte. Kontrast ist ein bisschen doll. Farbe funktioniert. Und Volume geht auch. Aber anscheinend ist das verkehrt rum. Wenn ich jetzt hier nach darüber drehe, sollte es eigentlich lauter werden. Also nach dahin ist leiser und nach dahin ist lauter. Also so rum und so rum. Okay. Das sollte eigentlich leiser werden, so rum. Aber es läuft. Ja. Also mit einer Hand. Darüber. Ist das geil. Aber er funktioniert. Das ist doch ein Hammer. Ja, mit einer Hand ist das halt ein bisschen schlecht. Aber es funktioniert. Er funktioniert noch. Das ist wunderbar. Ich muss bloß hinten ein bisschen was einstellen. Vielleicht mal einmal aufmachen und mal reinigen. Vielleicht. Also dieses Geflacker, das ist ja... Aber ich mach mal so. Das Bild ist hier auch ein ganzes Ende besser. Auch wenn ich da immer noch dieses Raster drauf sehe, was ich moniert hatte. Das ist wohl von der Konsole so. Also besser geht's nicht mehr. Gut. Dann ist das so. Mehr wollte ich euch nicht zeigen, aber der funktioniert noch. Einmal frei. Gut, danke. Tschüssi.